Schnell, leg dich schlafen. Komm schon. Du bist müde. Jawohl. Was ist ein Geier? Da gibt's Geier. Oh, Leute. Leute. Die Babys bleiben bei Mama und Papa, das passt. Wir gehen jetzt hier rein. Wir sind geschützt. Jawohl, wir sind geschützt. Wir können offen lassen und gucken, dass es Klaue gut geht. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Morgen hier in Arc Scorched Earth. Ich habe bei uns mal das Dach entfernt, weil es einfach zu warm wurde in der Hütte. Und die Schlaufüchse unter euch, die haben mich mal wieder an das Zelt erinnert. Es gibt ja hier ein Tent, ne? Und das ist auch gar nicht so teuer. Da brauchen wir einfach nur so ein bisschen Seide für und Standardressourcen. Und dann können wir uns das herstellen. Ich glaube, nur in der Smithy, ne? Das braucht die... Nee. Was braucht das denn? Können wir das hier herstellen? Jawohl. Easy. Dann brauchen wir nicht mal eine Smithy. Das ist gut. Und in dem Zelt sollten wir eigentlich vor den Unwettern sicher sein. Wollen wir das auch hier hinstellen? Ja, machen wir mal. Können wir das wieder hochheben? Ich glaube, das ging, ne? Pickup. Geht. Machen wir auf. Gehen wir rein. Und wenn wir hier so ein bisschen drin chillen, dann müsste eigentlich dieser Heatstroke verschwinden. Wir haben einen richtig guten Insulation-Wert. Und während dem Sandsturm und so können wir uns auch hier drin verstecken. Das funktioniert halt nur in diesem Zelt oder in den Adobe-Strukturen. Und an das Zelt habe ich schon überhaupt nicht mehr gedacht. Das haben wir schon lange nicht mehr genutzt. Aber das ist super gut. Und das kann man auch einpacken. Das heißt, das können wir auch unterwegs dann aufstellen, wenn irgendwie wieder so ein Sandsturm aufzieht. Und während dem Sandsturm kann man ja tatsächlich nichts machen, außer den halt einfach abzuwarten, ne? So ist es halt hier in Scorched Earth. Da gehen auch unsere Hitpoints wieder hoch. Endlich mal. Und ich glaube, wenn wir diesen Heatstroke verlieren, können wir auch wieder sprinten, was auch manchmal ganz günstig ist und praktisch. Momentan ist es eh noch kalt, ne? 24 Grad. Das ist super cool. Und da geht's schon wieder los. Was war das? Das war, glaube ich, weiß nicht, was das war, Sandsturm? Sag uns mal, was ist. Das ist, glaube ich, Sandsturm. Nee, also Buddeln ist das Heat-Event, Quieken ist der Sandsturm und Schwanz, genau, das ist der Sandsturm. So den Schwanz in die Luft strecken ist Gewitter, ne? Ja, also mit Dach draußen ist das Haus deutlich besser. Dann ist es aber trotzdem so ein bisschen vor wilden Tieren geschützt und kochen da drin nicht so. Wir müssen heute schauen, dass wir Metall finden. Das ist so das große Ziel. Wir brauchen auch so ein bisschen Cactus-Sap. Wir nehmen das Zelt jetzt einfach mal mit. Wir können noch ein Zelt bauen eigentlich, ne? Dann haben wir noch eins dabei immer. Wir haben ja schon so ein paar Ressourcen gesammelt. Brauchen wir ein bisschen Leder für. Hammer. Irgendwo hier drin. Haben wir noch Leder? Fangen wir mal Klaue. Klaue hat noch Leder, oder? Jawohl. Bauen wir uns noch so ein cooles kleines Tent. Das ist halt super wichtig. Was hast du denn gefunden? Du hast eine Schatzkarte gefunden. Oh je. Was machen wir denn jetzt? Eine Schatzkarte? Ramshackle Treasure Map. Okay. Zeig her. Haben wir die jetzt? Oh, das wird jetzt auf der Map angezeigt. Treasure Cache. 1500 Meter. Wir brauchen eine Schaufel. Okay. Leute, wir müssen eine Schaufel herstellen. Schaufel. Okay. Her damit. Cementing Paste haben wir nicht, oder? Metall haben wir auch nicht. Wir müssen uns erst Metall organisieren, bevor wir den Schatz ausgraben können. Ich glaube, wir müssen da hoch auf die Berge, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal Mausi mit. Der Pegomastax darf hier bleiben. Machen wir die Tür zu. Und Klaue muss natürlich mit. So. Klaue können wir theoretisch mal so ein bisschen ausleeren, ne? Gut. Ups. Klaue hat die Beere gegessen. Ich esse auch die Beeren immer. Die bringen dann Wasser und so. Das ist ganz praktisch.
Okay, dann machen wir es mal auf die Socken. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Und muss ich noch irgendwas zu Hause lassen? Ja, wir müssen noch. Ich glaube, wir müssen die Beeren zu Hause lassen. Wir können mal so ein Stack voll essen. Wir haben ja super viel Hunger. Ich glaube, das reicht, oder? Schauen wir mal. Dann lassen wir die schweren Sachen so ein bisschen zu Hause, dass wir so ein bisschen mehr tragen können. Oh, das Zelt ist ultra schwer, ne? Aber wir müssen eigentlich so ein Zelt mitnehmen. Sonst sind wir halt schon sehr gefährdet. Mach mal zu hier. Wir nehmen das mal mit. Gut. Klaue kann ja auch ein bisschen was tragen für Notfall. Und wir können Klaue auch mal so ein bisschen hochleveln. Wir haben genau 1500 Hitpoints. Oh nur, da sind Raptoren. Oh oh. Der ist ja ultra schick, oder? Der sieht mich gar nicht. Jetzt hat er mich gesehen. Oh, ich habe doppelt. Habe nicht gesehen, dass ich ihn erwischt habe. Bam. 65er. Oh, so schön. Aber gefährlich. Muss weg. Eieiei. Die armen Raptoren. Ich würde die gern zähmen, aber die taugen nichts. Gut. Klaue, komm mit. Hier gibt es ultra viele Raptoren rund um den See. Und hier gibt es überall diese Seidenblumen. Das hier sind wieder Seidenblumen. Da können wir später Seide sammeln. Jetzt schauen wir aber erstmal nach Metall. Und Metall gibt es, glaube ich, nur in den tatsächlichen Metall-Locations. Also es gibt keine Steine, die irgendwie so ein bisschen Metall geben. Es gibt nur Metallfelsen oder halt keine Metallfelsen. Das heißt, es wird echt schwierig werden, hier Metall zu finden. Oh, hier können wir wieder Cactus Sap mitnehmen. Aber ich glaube, da oben in den Bergen gab es Metall. Fetter Lake. Ja, ich werde mal so ein bisschen suchen. Ich hoffe, wir werden auf dem Weg nicht gefressen. Wir werden sehen. Das ist ein Dödi. Ein Dödi. 55 oder so. Das ist schon echt schick geworden alles. Sehr cool. Und hier oben ist es wahrscheinlich auch gefährlicher als unten bei uns, ne? Hier gibt es ja Thylacoleus und sowas. Da ist ein Terrorbird. Ich habe ihn gesehen. Es ist wieder warm. Jetzt kommen die Terrorbirds. Nicht so gut. Ist das Metall hier links von uns? Ich glaube. Habt ihr es gehört? Ach, das ist der Sandsturm. Wir machen mal die Terrorbirds weg, oder? Vom Sandsturm. Wo sind sie? Sehen die mich nicht? 145er. Der hat Babys. Moment. 5? Nein, 4? Peaks? Was geht denn? Der hat sogar ein Baby, was Dings ist. Wie heißt es? Moment, ich bin verwirrt. Schnell, leg dich schlafen. Komm schon. Du bist müde. Jawohl. Was ist ein Geier? Da gibt's Geier. Oh, Leute. Leute. Die Babys bleiben bei Mama und Papa, das passt. Wir gehen jetzt hier rein. Wir sind geschützt. Jawohl, wir sind geschützt. Wir können offen lassen und gucken, dass es Klaue gut geht. Das funktioniert. Nice. Und der Terrorbird liegt halt ziemlich nah hier dran, ne? Wir müssen jetzt abwarten. Also der Terrorbird hat Babys. Und eins von den Babys... Moment, ich muss was trinken. Eins von den Babys mutated, ne? Das hat eine Mutation. Das ist Level 147, glaube ich, ne? Das Baby. Sehen wir durch die Wand nicht. Müssen wir draußen gucken. Moment. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen chillen. Sandstorm Inside. Grün. Ist, glaube ich, okay. Wir verlieren keine Hitpoints. Wir haben nicht mal Durst aktuell. Es hat 30 Grad. Das ist ja super entspannt und kühl. Also ich glaube, uns geht's gut. Was ist denn das da vorne? Ist das Öl? Vielleicht ist es kein Metall, sondern das ist ein Ölvorkommen, ne? Das wäre natürlich traurig. Na gut, ich chill mal, ne? Wir sehen uns dann, wenn der Sandsturm vorbei ist. Oh, sieht schon viel besser aus. Ich glaube, wir können uns wieder auf den Weg machen. Und unser Terrorbird ist schon fast aufgewacht.
Jetzt kommt das nächste. Jetzt ist ein Heat-Event das nächste. Okay. Also ich weiß auch nicht, was mit den Events los ist. Die kommen hier Schlag auf Schlag, Sekunde auf Sekunde. Oh nein. Wieso sind denn die Tiere nicht mehr aggressiv hier? Level 10er. Das check ich gerade nicht. Das ist ein Thylakoleo. Nee. Aber die sind nicht aggressiv, ne? Ich weiß nicht, warum. Wer frisst jetzt den Kollegen? Okay. Wir füttern den Terrorbird mal mit unserem Prime Meat. Das ist zwar ultra kostbar, aber der Terrorbird ist auch kostbar. Der ist nämlich super high level. Okay, der frisst es. Wahrscheinlich verlieren wir ein, zwei Levels oder so. Mal schauen. Haben wir eigentlich Narcotics dabei? Ich glaube, wir brauchen Narcotics für den. Ja, haben wir. Ja, wir brauchen Narcotics für den. So, wir könnten jetzt versuchen, die Katze zu zähmen. Ich weiß aber nicht, was die für ein Level hat, weil wir kein Fernglas haben, ne? Dafür brauchen wir Kristall, um uns ein Fernglas herzustellen. Und Kristall haben wir nicht. Und Metall auch nicht. Wir müssen den entweder wegmachen oder zähmen. Oh je. Ich glaube nicht, dass wir den zähmen können. Der muss weg, der frisst uns unseren Terrorbird auf. Der Dödi ist Level 70. Der hat einen 70er Dödi gerade fertig gemacht. Das ging recht schnell, ne? Oh, ich sehe ihn schon meine Rüstung zerfleischen. Wir müssen den jetzt wegmachen. Er hilft nichts. Er muss weg. Es tut mir leid, es tut mir leid. Die machen so viel Schaden. Gegen die haben wir überhaupt keine Chance. So. Der hat Thylakoleo-Clown dabei. Und sonst nichts für uns. Ja, also wir hätten natürlich die Jungtiere jetzt zerfleischen können und die an die Mama verfüttern. So funktioniert das in Ark. Weil die Babys, die geben Prime Meat, ne? Und das brauchen wir dringend. Aber die Babys sind Level 145 und Level 147, also werden wir denen garantiert nichts tun, sondern wir gucken weiter. Vielleicht sehen wir ja irgendwelche anderen Jungtiere. Vielleicht gibt es ja Thylakoleo-Babys, ne? Das sind Schädelknochen. Und das ist so ein Wasserbug. Super lecker. Käferwasser. Was bist du? 55er Enki. Wo es Enkis gibt, es auch Metall, oder? Enkis und Metall gehört doch zusammen. Seht ihr Metall? Oh, da oben ist Metall. Jetzt haben wir es gefunden. Da unten ist ein Ölvorkommen. Da hinten läuft irgendwas. Ist ein Dödi. Ein bunter Dödi. Und wir gehen jetzt Metall holen. Let's go. Dann wissen wir schon mal, wo es Metall gibt. Das heißt, wir müssen nur noch Kristall finden, ne, um das Fernglas zu craften. Das schauen wir mal. Das nehmen wir mal mit hier. Jawohl. Mal gucken, wie viel wir tragen können. Es ist halt wieder ziemlich heiß. Wir haben jetzt ein Superheat-Event am Start. Das heißt, wir gehen jetzt gleich zu unserem Terrorbird zurück und legen uns wieder in unser Zelt. Das ist halt, Scorched Earth ist halt zum großen Teil auch einfach im Zelt chillen. Und scheinbar ist jetzt hier auch irgendwie was mit den Timern kaputt. Weil wir ja quasi durchgehend solche Events haben, ne? Oh oh, ich kann mich gleich nicht mehr bewegen. Kannst du noch was tragen? Ja, ne? Du kannst das tragen. Ich muss was trinken. Okay, du bist gut beladen. Rest nehme ich mit. Oh oh. Okay. Wie viel kommt denn da raus? Alter Schwede. Da müssen wir jetzt ein bisschen was aussortieren. Dann nehmen wir den Stein nicht mit. Hauptsache wir bringen... wir müssen gleich wieder trinken. Das ist ja eine Riesenkatastrophe hier. Wir krebsen jetzt zurück. Oh, das ist zu schwer. So vielleicht? Ist immer noch zu schwer. Ach, wir können nicht alles mitnehmen. Ich bin zu dick. Wir essen ein paar Beeren. Vielleicht geht es dann. Nicht so einfach das Ganze, ne? Ja, so kommen wir zurück, oder? Wir können ja dann unserem Terrorbird auch noch was geben. Der kann auch was tragen. Der wacht bald auf. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Und wir haben jetzt noch 18 Schrotpatronen, ne? Sobald die Schrotpatronen aus sind, kann ich mich nicht mehr verteidigen. Da müssen wir dann neue herstellen.
Und unsere Tiere müssen dann die Thylakoleos wegmachen. Und das hätte der Raptor nicht geschafft, ne? Die Babys haben sich erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte euch nicht erschrecken. So. Und wir müssen auch wieder Narcotics herstellen, wenn wir Terrorbirds zähmen wollen. Die sind nämlich super, wie sagt man? Hyperaktiv, ne? Oh, oh, hilft das hier nicht? Hilft das nicht gegen das? Das Zelt hilft nicht gegen Superheat? Doch. Das hilft gegen Superheat. Hyperthermia. Nee, es hilft nicht. 77 Grad. Das hilft nicht. Ich weiß auch, warum es nicht hilft. Also ich glaube, wir verlieren draußen viel, viel schneller Hitpoints als hier drinnen. Aber das Zelt gibt uns ja auch nur diesen Isolation Buff. Wo ist denn das? Cold Resist heißt das jetzt. Heat Resist. Früher hieß das anders. Also das Zelt gibt uns einen Buff für Cold und Heat Resist. Der ist ziemlich gut, aber der ist nicht gut genug, um 70 Grad auszuhalten. Das heißt, wir bräuchten jetzt zusätzlich noch die Ghillie-Suit oder die Wüstenrüstung am besten. Und die Wüstenrüstung und dieses Zelt geben uns, glaube ich, auch den Buff gegen den Sandsturm. Der Sandsturm-Debuff ist unabhängig von den Hitzestatistiken. Der schadet uns immer, wenn wir das Gear nicht haben, was wir hier in Scorched Earth brauchen. Aber eine Ghillie-Suit zum Beispiel würde hier jetzt, glaube ich, ausreichen bei dem Heat-Event. 77 Grad. Wir könnten mal ein Steak essen. Vielleicht hilft es. Könnte natürlich auch sein, dass ich hier jetzt mein Leben lasse. Wenn es eng wird, müssen wir den Terrorbird nochmal was geben. Der ist gleich ausgezähmt. Wir nehmen dem mal das Fleisch ab. So, eins darf er dann noch fressen. Dann sollte der gleich auszähmen. Und dann müssen wir die Jungtiere suchen, ne? Wir haben dann keine Zeit. Wir müssen sofort die Jungtiere holen, bevor die abhauen. Die bleiben nur in der Nähe, solange... Oh, wir müssen dem noch Metall geben. Solange das Elterntier noch da ist. Kannst du so viel tragen? Nee. Mach mal so. Oh, es ist so heiß. War das ein Männchen oder ein Weibchen? Du bist... Bam! Nein, 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 die Jungtiere. Nein, die sind viel zu schnell. Wie soll ich die denn finden? Jawohl, accept. Wo ist das andere Jungtier? Haben wir das Richtige? Nein, 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 wir haben das Falsche. Wo ist das mutierte Jungtier? Oh no. Das finden wir nie wieder. Und ich bin tot. Ich hätte nicht draußen rumlaufen dürfen. Ich muss was trinken. Wie lange dauert das Heat-Event noch? Wir können den nicht suchen jetzt. Wir sterben sonst. Ich kann nichts machen. Wir müssen hier drin sitzen und warten. Ich verliere immer noch Hitpoints. Wir können nichts tun. Wenn wir die Tür zumachen, ändert sich nichts. Das ist egal. Das können wir offen lassen. Nein, 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 nein. Das ist so doof. Wir brauchen unbedingt die Smithy. Aber wir haben jetzt Metall, dann können wir uns die Smithy herstellen, dann können wir uns endlich die Wüstenrüstung craften. Dann sollte das nicht mehr passieren. Das Problem ist halt jetzt, uns entgeht das Mutated Jungtier. Das ist halt ultra ärgerlich. Nur wegen dem Wüstenevent wieder. Und wir müssen unseren Terrorbird ja auch füttern, ne? Sonst stirbt uns auch noch der Baby-Terrorbird. Moment. Das geht jetzt vor. Der Baby-Terrorbird braucht was zu essen. Okay, dem geht's aber gut. Jetzt kommt das nächste Event, habt ihr es gehört? Also, jetzt kommt das Gewitter, während das Heat-Event aktiv ist. Also, es ist ein... Meiner Meinung nach ist das verbuggt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, ich glaube, dass wir keinen Ton hatten. Kann das sein? Ich hatte jetzt auch einen Tonbug scheinbar in der Aufnahme. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder Ton. Oh nein. Absolute Katastrophe heute. Ja, tut mir leid, das habe ich nicht gesehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht überleben. Also das sieht so aus, als würde das nichts werden. Wahrscheinlich, wenn das Heat-Event endet, wird dann das Gewitter anfangen. Und bis dahin bin ich wahrscheinlich eh schon tot. Oh, hört ihr das? War das ein Terrorbird? Nee, das ist der Kollege. Wir brechen danach auf und wir finden diesen Baby-Terrorbird. Auf jeden Fall. Also wenn ich wieder lebendig bin.
So, das ist jetzt der absolute Hohn. Ich habe es tatsächlich überlebt mit 15 Hitpoints ungefähr. Das heißt, ich lebe. Der Sandsturm startet. Wir hatten jetzt ungefähr, weiß nicht, 10 Sekunden von einem Event zum anderen. Aber ich lebe halt so, dass ich quasi nichts machen kann, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Wenn wir ein bisschen Hunger kriegen, essen wir mal so ein Steak. Das hilft. Der muss imprinted werden, der Kleine. Oder? Nee. Doch, der will spazieren gehen. Kommt mal mit, wir gehen jetzt spazieren. Wir suchen jetzt deinen Bruder oder deine Schwester. Ich bin mir nicht sicher. Einen kleinen Terrorbird suchen wir. Einen winzigen kleinen Terrorbird. Level 147. Wahrscheinlich wird mich irgendwer hier auffressen. Du kannst doch helfen. Du kennst doch deinen Bruder oder deine Schwester. Du weißt bestimmt, wo die hingelaufen ist, oder? Oh oh. Also ich hoffe, wir werden heute dann nochmal diesen Heatstroke los. Das wäre wunderbar. Dann sehen wir wieder ein bisschen mehr. Zum Beispiel Baby Terror Birds. Der wird halt echt... Da kommt was. Der wird irgendwo am anderen Ende der Map rumlaufen. So wie ich die kenne, die Baby Terror Birds. Das wird super schwer, den zu finden. Wir nehmen mal unser Zelt wieder mit, ne? Gewitterstürme sind ja zum Glück nicht tödlich. Das Einzige, was hier nicht tödlich ist. Okay, ich will den wiederfinden. Wir suchen jetzt nach dem Baby Terror Bird. Das wäre super cool, wenn wir den hätten. Weil die sind schon gut, ne? Die sind relativ stark. Die können uns auf jeden Fall gut beschützen. Und wenn wir so ein Rudel von denen haben, dann schaffen die auch Thylakoleos und sowas. Oh, aber das wird so schwer, den zu finden. Ich bin ja jetzt ewig lang in diesem Zelt rumgechillt. Insekt. Jawohl, unser Terrorbird ist komplett imprinted. Und wir haben auch noch so einen kleinen Pegomastax wieder gefunden. 75er. Aber ich habe den Baby-Terrorbird, den anderen, nicht wiedergefunden. Okay. Jetzt ist das Gewitter dann quasi vorbei. Und wenn das Gewitter vorbei ist, dann startet das nächste Heat-Event, oder? Das ist Sandsturm. Ich glaube, das ist Sandsturm, ne? Und hier oben hatte ich noch was entdeckt. Da bin ich einfach vorbeigelaufen. Aber ich wollte mir das nochmal anschauen. Das sah irgendwie so komisch aus. Wo war denn das? Vielleicht finden wir den Terrorbird irgendwann noch, ne? Der war halt super klein. Oh, schon wieder trinken. Okay, ist ein bisschen albern alles. Aber wenn wir die gescheite Rüstung haben, dann müsste das ja besser werden, theoretisch. Momentan ist es echt ein bisschen anstrengend. Trinken, trinken, trinken. Essen, essen, essen. Sterben, sterben, sterben. Okay, ich finde das nicht mehr. Dann war es wohl nicht wichtig. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zurück nach Hause. Langsam und entspannt. Wir gehen mal hier runter, weil da war ich noch nicht. Ich habe alles abgesucht nach dem Terrorbird. Ewig lange. Aber der Sturm ist immer noch nicht vorbei. Ne? So. Klaue ist stecken geblieben. Die Hälfte der Tiere ist stecken geblieben. Wahrscheinlich in dem Skelett, ne? Und doch wieder zurück. Grüner Morella-Tops. Level 15. Das ist echt traurig. Also den hätte ich so gerne gefunden. Erstmal mal so ein leckeres Steak. Den 147er. Das gibt's relativ selten, ne? So Jungtiere mit einer Mutation. Also immer wenn die so ein komisches Level haben, dann muss das eine Mutation sein. So eine Level-Mutation. So, kommt ihr auch mit? Nee. Was machen wir denn jetzt mit denen? Ah. Jetzt sind wir wieder... 4. Perfekt. Wir sind wieder zu 5. Dann gehen wir einfach hier runter jetzt. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzulaufen. Ich kann wieder sprinten. Also das hängt wohl irgendwie davon ab, wie stark dieser Debuff ist. Der Hitze-Debuff oder was? Ich weiß es nicht. Manchmal geht's nicht.
Wir rennen jetzt zurück und bauen uns eine Smithy, braten unser Metall, kochen das. Das? Babylüstrum. Das ist ein Lüstrum. Ja, und der Terrorbird ist halt genauso klein, ne? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Irgendwo ist hier ein wilder Picomastax, glaube ich. Aber ich bin ausgerüstet. Ich habe Bären. Bärenabwehr. Vielleicht kommt der ja irgendwann hier runter. Und fällt hier in den See. Dann finden wir ihn. Mal schauen. Es gibt ihn noch. Irgendwo muss er sein. Es gab kaum Fleischfresser. Also ich wurde nicht angegriffen, außer von Titanomyrmas. Also eigentlich kann nichts den kleinen Torpot gefressen haben. Da sind wir. Zu Hause. Kommt mal alle hier rein. Das ist ein bisschen eng, oder? Das ist schon cool jetzt mit der Wegfindung. Da steht noch jemand draußen. Klaue. Da hat es nicht so geklappt mit der Wegfindung. Und wir kochen jetzt das Metall. Da wird es wieder heiß. Das ist nicht gut. So. Bisschen Metall haben wir ja. Fangen wir mal direkt an. Klaue hatte ja noch was. Du hast nix. Du hast noch was. Oh, das Fleisch. Wieso hast du das nicht gegessen? Das ist ja cool. Mega. Dann haben wir jetzt schon eine ziemlich starke Truppe ja eigentlich. Klaue? Gib mal die ganzen Ressourcen her. Und... Okay, hungertechnisch passt es auch ganz gut. Wir müssen bald mal eine Feeding Trophy aufstellen, ne? Den ganzen Tieren. So, nix wie weg. Viel zu heiß hier. So. Dann bauen wir jetzt mal so eine Smithy. Let's go. Die können wir ja dann hier drüben reinstellen. Da haben wir auch noch Platz. In unserer kleinen Mini-Hütte. Die müssen wir dann mal zu Ende bauen. Stellen wir das mal hier hinten an die Rückwand. Ich hoffe, ich kann dann noch die Seitenwände installieren. Bam. Steht. Und hier können wir jetzt unsere Rüstung herstellen, ne? Armor. Desert Cloth. Dafür brauchen wir Hide, Fiber und Seide. Mal schauen, ob wir genug Hide haben. Fiber und Seide haben wir auch nicht genug wahrscheinlich, ne? Wer hat denn noch so ein bisschen Hide? Klaue hat schon abgegeben, ne? Da haben wir nicht mehr viel am Start wahrscheinlich. Da noch ein bisschen Hide. Okay. Da müssen wir noch so ein bisschen Seide sammeln. Ah, hier. Und schauen wir mal. Wir können ja schon mal loslegen. Also die Goggles helfen uns, glaube ich, gegen den Sandsturm. Da brauchen wir aber Silica Pearls für. Also das geht auch wieder nicht. Ja, wir brauchen einfach noch ein bisschen Seide. Leute, es geht los. Es geht los. Wir haben jetzt schon mal die Hose. Und da kommt natürlich wieder der Skin drauf. Bam. Jawohl. Wir haben die Wüstenhose. Die gibt uns schon mal ordentlich Resistance, denke ich. Heat Resist 25. Das ist halt nicht so viel, ne? Aber das Zeug, was wir aktuell anhaben, hat minus 10. Also das Riot Gear. Also das ist schon viel besser. Gut. Da müssen wir noch so ein bisschen Seide suchen. Es gibt ja hier drüben die Seidenblumen. Wir gehen jetzt nicht mehr alleine raus. Wir nehmen immer unsere Begleiter mit. Kommt mal alle mit. Weil es ja super gefährlich ist bei uns. Oh ne. Jetzt ist einer runtergefallen. Die brauchen ja auch noch Namen, ne? Du bist ein Männchen. Terrorbird. Wie nennen wir dich denn? Options? Toby. Toby, der Terrorbird. Dann springen wir jetzt da runter zu unserem Kollegen, oder? Und retten den. Ist der runtergefallen? Nee. Die sind ja alle hier. Wie bist denn du da? Bist du nicht durch die Hintertür raus? Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen? Bist du außen rumgelaufen? Die Wegfindung macht mich fertig. Du bist auch ein Terrorbird und du bist ein Weibchen. Du brauchst auch einen Namen. Da sind wir. Nee. Ich check diese Symbole einfach nicht. Options. Change Name. Schneeker. Unser Terrorbird. So, dann haben die Namen. Und da gab es wieder Jaboas, ne? Die machen da überall Geräusche, weil gleich wieder das nächste Unwetter kommt. Klingt so ein bisschen
nach Sandsturm oder Heat. Ich lerne das wieder irgendwann. Was das bedeutet. Die Terrorbird, die Jaboa-Sprache. Also, das Land ist so abschüssig, dass eigentlich der Baby-Terrorbird sich irgendwann hier unten verirren müsste. Der müsste irgendwann hier runterkommen. Der Geier ist auch hier runtergekommen. Die Tiere tendieren immer so ein bisschen den Hang runter. So, hier gibt es Seidenblumen. Deswegen sind wir aufgebrochen. Ich werde jetzt mal fleißig Seide sammeln. Ja. Wenn es klappt. Jetzt haben wir so ein bisschen was. Ein Seide. Wir brauchen wieder so ein Feld mit blauen Blumen. Blauen Seidenblumen. Die gibt es immer mal wieder. Mal ein bisschen schauen. Hier gibt es rote. Was ist das? Rote Blumen. Die geben keine Seide, ne? Dann haben wir auch wieder genug Beeren zum Essen. Nee, die geben nichts. Wir suchen diese blauen. Und, oh oh. Accept. Ich gehe bald mit so einer Armee von Pegomastax los. Die sind hier die absolute Totalpest. Wo ist er denn? Der versteckt sich, der Kleine. Da ist er. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Gib die wieder her. Für deine Kollegen. Was? 9? Wieso denn 9? Waren das nicht 90? So. Das war ja komisch. Da ist ein Terrorbird. Der wird gebolert und gecheckt. Hey du! Er hat mich gesehen. Manchmal sehen sie. Nee, hört auf. Was macht der denn? Okay, holt ihn euch. Das ist nur ein 75er. Holt ihn euch jetzt. Oh, die halten echt viel aus. Die halten mehr aus als die Raptoren. Hm? So. Das sind Morellatops. Gut. Ich melde mich mal zurück, weil ich so ein paar blaue Blumen gefunden habe. Ne? Ich habe schon ziemlich viele gepflückt. Möglicherweise sind hier nicht mehr so viele unterwegs. Das sieht gut aus hier. Schönes blaues Feld. Die nehmen wir alle mit und dann stellen wir uns die restlichen Sachen her. So Silica Pearls gibt es hier, glaube ich, auch in den Seen und so. Da müssen wir so ein bisschen tauchen. Ich glaube in der Schlucht, ne? In der Schlucht mit dem Fluss. Da müsste es auch Silica Pearls geben. Glaube ich. Die sind hier aber ziemlich selten. Da müssen wir dann einfach mal schauen, was wir finden. So, haben wir schon Seide gefunden? 10 Seide, das reicht nicht. So, Super Heat Event. Ich würde sagen, es geht wieder zurück nach Hause. Ich habe nur ein Blumenfeld gefunden. Ich glaube aber auf dieser Seite der Basis gab es auch noch eins irgendwo. Ich hoffe, wir haben noch alle Tiere dabei. Da war eine Blume. Ja, wir müssen dann gleich nochmal schauen. Ich habe die alle schon abgegrast, ehrlich gesagt. Wir haben ja schon einiges an Seide gesammelt. So. Haben wir noch alle? 2 Terrorbirds, ein Raptor, ein Pegomastax. Überall sind Jaboas. Das ist so cool. Die habe ich vermisst, die Jaboas. So, bleib mal da stehen. Du kannst mal reinkommen, wenn du willst. Dann wird das hier unser Pegomastax-Park. Wir haben so viele Pegomastax. Gut, ich muss jetzt erstmal wieder verschwinden, oder? Es geht jetzt eigentlich, ne? Ich verliere nicht so viele Hitpoints. Das ist schon ganz cool. Stellen wir uns mal noch so ein paar von den Rüstungsteilen her. Und der Sandsturm dürfte mich dann auch nicht mehr stören, wenn wir diese Kappe hier haben, ne? Bam. Jawohl, das reicht. Dann haben wir erstmal genug Seide. Jetzt brauchen wir dann nur noch ein bisschen Crystal und Silica Pearls für diese Maske. Haben wir beides nicht. Wird nicht so einfach werden. So. Schuhe und Handschuhe. Jetzt muss ich nur die ganzen Skins wieder bekommen. Cosmetics. Bam. Bam. Und bam. Jawohl. Sieht man uns nicht an, aber das war ein gigantisches Upgrade. Nicht rumpfeifen. Wir haben jetzt 148 und 197 Heat Resist.
wenn wir ins Zelt reingehen, dann haben wir jetzt 500, 600, 67, das ist ähnlich wie vorher, oder? So ein bisschen mehr vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie viel das wirklich bringt, ne? Das müssen wir dann noch rausfinden. Aber ich verliere jetzt keine Hitpoints aktuell, trotz Heat-Event. Wir haben jetzt 37 Grad, das ist halt auch nicht so warm, ne? Also, ja, ich verliere keine Hitpoints, das ist gut. Wir können jetzt während den Events so ein bisschen mehr draußen rumlaufen, glaube ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir schon mal Metall gefunden, wir haben eine neue Rüstung und wir haben neue Terrorbirds. Es tut mir super leid, dass wir den Baby-Terrorbird nicht gefunden haben. Ich werde weiter die Augen nach dem offen halten. Der 147er wäre super cool gewesen, aber ich war halt zu der Zeit nicht lauffähig und eigentlich tot, ne? Ich hatte keine Chance, den zu zähmen. Wir hätten es riskieren sollen, den zu verfolgen. Aber der war ja dann schon weg, ne? Ich habe mich für den Großen entschieden. Wir haben den Großen jetzt mitgenommen. Und das ganz kleine Tierchen, das 147er, das entweder wir finden es noch oder wir müssen es dann doch aufgeben. Tut mir super leid um den Kleinen. Ich halte auf jeden Fall noch die Augen offen. Na gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. War mal wieder extrem verplant. Aber wir haben ziemlich viel geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ich werde jetzt noch weiter Metall herstellen, dass wir uns die Schaufel bauen können. Und mit der Schaufel geht's dann los zu unserer ersten Schatzsuche in Ark, ne? Erinnert mich so ein bisschen an Atlas. Oh, Atlas war auch ein ziemlich cooles Game, wenn man da so drüber nachdenkt. Könnte man auch mal wieder reinschauen. Das sind so die coolen Open World Games, die so ein bisschen untergegangen sind auch. Obwohl wir auch ein bisschen Atlas gespielt haben. Aber da kamen dann auch noch jede Menge Updates und könnte man mal wieder reingucken, ne? Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Atlas weitergespielt habt, ob ihr das Game überhaupt kennt und ob ihr es mal wieder sehen wollt. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, das Piraten-Arc sozusagen. Ist ein bisschen genauso untergegangen wie Dark and Light, ne? Eigentlich auch ein ziemlich cooles Game, aber auch extrem verbuggt. Wurde nie so recht gefixt, aber trotzdem an sich ein super cooles und super umfangreiches Open-World-Game. Ja, bevor der nächste Sturm aufzieht, lassen wir es damit gut sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.